Wegen des am kommenden Wochenende anstehenden G20-Gipfels in Rom führt Italien für einige Tage wieder Kontrollen an seinen Grenzen zu den europäischen Nachbarländern ein. Ziel ist es, bekannte Krawallmacher und Extremisten aus dem Ausland schon an der Grenze abzufangen. Um die Sicherheit der Gipfelteilnehmer zu gewährleisten, sind tausende Polizisten, Soldaten und Spezialeinheiten im Einsatz. Über dem Tagungsort wurde eine Flugverbotszone eingerichtet. Das Sicherheitskonzept soll Ausschreitungen wie 2001 in Genua oder 2017 in Hamburg verhindern. Und damit schauen wir zu unserer Italien-Korrespondentin Virginia Kürst nach Rom. Guten Morgen, Virginia. Also wenn wir uns das anschauen, dieser G20-Gipfel, auch US-Präsident Joe Biden wird ja mit dabei sein. Also wie ist die aktuelle Situation bereits bei dir? Ja, also wenn man jetzt dieser Tage durch die Stadt geht, merkt man, dass die Polizeipräsenz in der gesamten Stadt deutlich erhöht ist. Der Tagungsort ist ja etwas außerhalb vom Stadtzentrum Roms. Das Viertel heißt Euro, deshalb merkt man von den konkreten Gipfelvorbereitungen noch nicht so viel. Aber die Polizeipräsenz ist eben schon deutlich erhöht. Das merkt man, die Stadt ist voll, es sind viele Touristen da. Und eben Joe Biden ist jetzt gerade auf dem Weg nach Rom. Der wird wohl heute noch ankommen, morgen den Papst treffen. Und dann werden ab morgen auch die ersten Sperren im Zentrum Roms erwartet. Die ganze Stadt ist eben in Sorge davor, ob es auch in Rom solche Ausschreitungen geben wird, wie es zuletzt in Hamburg der Fall war. Der G20-Gipfel jetzt in Rom ist ja der erste G20-Gipfel, seit der in Hamburg 2017 stattgefunden hat, der wieder in Europa ist. Und deshalb ist die Spannung hier auf jeden Fall ist die Lage angespannt, aber die Polizei ist auch vorbereitet auf mögliche Krawallmacher. Ja, ich kann mich nicht nur gut an Hamburg erinnern 2017, sondern auch an Genua 2001. Da gab es ja auch heftigste Ausschreitungen, auch mit einem Todesfall. Aber Virginia, was ist denn jetzt von diesem G20-Gipfel, der ja auch in persönlichen Treffen stattfinden wird, inhaltlich zu erwarten? Ja, also das ganz große Thema bei diesem G20-Gipfel wird auf jeden Fall das Klima sein. Die 20 Industrienationen, die sich hier versammeln werden, sind ja gemeinsam für 75% der Treibhausemissionen weltweit verantwortlich. Deshalb wird es darum gehen, wie diese Treibhausemissionen reduziert werden können. Doch es ist eben sehr problematisch, dass die Positionen der einzelnen Länder da sehr weit auseinanderliegen. China strebt eine Kohlendioxidneutralität bis 2016 an. Italien, das den G20-Vorsitz hat, strebt mit Unterstützung der Europäischen Union und der USA diese schon 2050 an. Und jetzt ist eben wirklich die Frage, ob es auf dem Gipfel gelingen wird, da zu einem Kompromiss zu kommen, der dann auch eine Vorbereitung für den Weltklimagipfel in Glasgow sein könnte. Ein großes Hindernis dafür wird sein, dass der chinesische Staatspräsident und der russische Präsident nicht persönlich in Rom sein werden, sondern nur zugeschaltet sein werden. Das wird den Verhandlungen sicherlich nicht gut tun. Ja, es ist ein deutliches Zeichen. Aber Virginia, auf der anderen Seite, Klima, du hast es angesprochen, eines der zentralen Themen. Aber was ist mit der Pandemie, mit Corona? Genau, auch die Corona-Pandemie wird natürlich ein sehr wichtiges Thema sein. Es wird darum gehen, wie der wirtschaftliche Neustart nach der Pandemiekrise gelingen wird, welche Wege der Finanzierung man da wählen soll. Es wird auch darum gehen, wie der Impfstoff gerechter in der ganzen Welt verteilt werden kann. Und ein weiteres Thema, das in Rom sicherlich auf den Tisch kommen wird, ist die humanitäre Lage in Afghanistan und wie man dort mit dem neuen Taliban-Regime umgehen soll.